sind Psalmen ganz wichtig und einer meiner Lieblingspsalmen ist der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen Namen. Und dann der Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Das gibt Kraft, das gibt Mut und das macht mich froh. Ja, ich habe heute eine Tankstelle mitgebracht für die heutige Predigt und Kathi hat da schon wunderbar eingeführt. Wir alle müssen ja immer wieder an die Tankstelle gehen, zumindest die, die ein Auto haben. Ohne Tankstelle würde unser Auto bald nicht mehr fahren. So, es würde die Bestimmung, dass ein Auto eigentlich hat, so von A nach B zu fahren oder eine Person von A nach B zu bringen, würde ein Auto ja niemals erfüllen, wenn es nicht gefüllt ist mit einem Treibstoff. Und es muss auch der richtige Treibstoff sein. So, der falsche Treibstoff, der würde ja keinen Verbrennungsprozess auslösen im Motor und somit kein Funken und keine Energie erzeugen. Also es braucht auch der richtige Brennstoff, der richtige Treibstoff. Und ich glaube, dass genau wie ein Auto immer gefüllt sein muss, damit es die Bestimmung erfüllen kann, so müssen auch wir Christen erfüllt sein mit einem Treibstoff. Wir müssen sicher sein, dass wir gefüllt sind. Wir brauchen den richtigen Treibstoff, damit wir brennend und mit Energie unterwegs sein können. Und ohne diese Füllung können wir nicht in unsere Bestimmung als lebendige und kraftvolle Christen kommen. Wir befinden uns ja im Moment in einer Themenserie, einer kurzen Themenserie über die Apostelgeschichte. Und in der letzten Predigt ging es ja um dieses Potenzial in uns, so der Heilige Geist in uns, der auch so der Treibstoff ist, damit wir ein kraftvolles Christsein leben können. Und der Heilige Geist, der war schon immer, wenn wir durch die Bibel gehen, der war immer der Treibstoff für die Männer und Frauen Gottes. So im Alten Testament wurden nur einzelne Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der war noch nicht zugänglich für alle, da gab es noch nicht so Tankstellen, wo man hingehen konnte und sich erfüllen lassen konnte. Da wurden nur einige Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt und immer um eine Aufgabe zu erfüllen. Ich denke da zum Beispiel an Simson, der hatte übernatürliche Kraft. Ja, das war wirklich keine natürliche Kraft. Er wurde nicht einfach so geboren, weil seine Eltern stark waren. Nein, das war der Heilige Geist, der ihm diese übernatürliche Kraft gegeben hatte. Und ich denke an Josef, der hatte so diese prophetische Gabe. Er konnte Träume deuten, Josef. Das hat er nicht aus sich heraus gemacht, sondern das war der Heilige Geist in ihm, der ihm diese Gabe gegeben hatte. Oder auch König Saul, wir lesen, dass König Saul vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Das ist ja spannend, der hat erfüllt angefangen, aber dann ganz schlecht aufgehört. Wir haben am Anfang vom Jahr über Saul gesprochen. So, wir können also auch gefüllt sein vom Heiligen Geist und das irgendwo auch wieder verlieren, diese Füllung in einem gewissen Rahmen. Das ist auch noch ein spannender Gedanke, komme ich später noch darauf zurück. Und David war auch ein Mann, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Der spielte ja Musik und diese Musik veränderte die geistliche Atmosphäre. Das ist auch ganz spannend, übernatürlicher Mut hatte David auch. Und auch die ganzen Propheten im Alten Testament, das waren geistgeleitete Männer. Aber wie gesagt, das waren nur immer einzelne Menschen zu gewissen Zeiten, waren so vom Heiligen Geist erfüllt. Noch nicht alle Gläubigen dazumals hatten diese Fähigkeit oder diese Kraft in sich. Und dann beginnt aber das Neue Testament. Und im Neuen Testament ändert sich alles. Im Neuen Testament tritt Johannes der Täufer auf die Bühne des Weltgeschehens und er spricht: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem ich nicht genug bin, den Riemen seiner Schuhe zu lösen, und der wird euch, also euch alle, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
So, Johannes spricht hier, wenn er über diesen jemanden spricht, er spricht über den Messias, über Jesus, der kommen wird und dann alle mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Und das ist eine ganz spannende Stelle. Eine Stelle, die ganz kontrovers auch in verschiedenen Kirchen verschieden ausgelegt wird. Ja, was ist denn diese Taufe im Heiligen Geist? Ja, was ist denn diese Feuertaufe? Es gibt Leute, die sagen, das haben noch nicht alle bekommen, diese Taufe im Heiligen Geist oder diese Feuertaufe. Ich möchte heute ein bisschen auf das eingehen und wie gesagt, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Ich finde das Wort Feuertaufe finde ich extrem spannend. Wir kennen ja so einen Ausdruck, ein feuriger Christ zu sein, so ein brennender Jesus-Nachfolger. So einer ist ganz sicher mit Feuer getauft, er hat das Feuer in sich. Wir kennen vielleicht solche Menschen, die denken, das sind ganz feurige Christen. Und natürlich, ja, das ist das Werk des Heiligen Geistes, so dieses Brennen in uns, diese Leidenschaft für Jesus, das kann nur der Heilige Geist in uns wecken. Aber die Feuertaufe, die Johannes hier anspricht, ist aus meiner Sicht etwas anderes als diese Leidenschaft für Jesus in uns. Und zwar hat Gott schon durch den Propheten Maleachi auf diese Feuertaufe hingewiesen. Ich möchte euch das vorlesen, Maleachi 2 bis 3. Ich werde für euch wie Feuer sein. Und in diesem Kontext spricht er über Jesus, der dann auftreten wird. So wie man Gold und Silber schmilzt, um es zu läutern, so werde ich Levis Nachkommen von ihrer Schuld reinigen. Das ist ganz spannend. In diesem Kontext, wenn man mit Maleachi dort weiterliest, da geht es genau um diesen Jesus, der dann auftritt als dieser, der dann diese Taufe bringt. Und hier spricht Maleachi, also Gott spricht durch Maleachi, dass Feuer auch eine reinigende Wirkung haben kann. So dass Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft, das bedeutet aus meiner Sicht, dass er uns mit dem Heiligen Geist durchtränken möchte. Ich möchte euch das zeigen hier. Er möchte uns mit dem Heiligen Geist durchtränken. Ich habe hier Wasser dabei. Er möchte uns füllen mit dieser Kraft, mit Heiligen Geist, dass wir ganz voll sind. So diese Taufe, das Untertauchen dauert ein bisschen. Und dann ist man gefüllt mit dieser Kraft, mit diesem Heiligen Geist, so voll. Aber auch mit Feuer. So, das sind zwei verschiedene Sachen. Er möchte uns füllen mit dem Heiligen Geist. Und er möchte uns reinigen mit göttlichem Feuer von aller Schuld. Das ist so die Feuertaufe, das Feuer, das alle unsere Schuld tilgt, verbrennt. Wir kennen das ja zum Beispiel auch bei einem Grill. Wenn der dreckig ist, dann tut man ihn über das Feuer und dann wird er so eigentlich mit dem Feuer gereinigt, gut gemacht. Dann kann man dann auch das Fleisch wieder drauf tun. So das Feuer reinigt uns. Und verstehen wir, natürlich brennt das dann in uns, brennt ein Feuer in uns, wenn das passiert. Ein freudiges Feuer von Begeisterung und Liebe über das, was Jesus für uns tat. Natürlich haben wir dann so ein Brennen, ein Feuer in uns, aber über das, was Jesus getan hat, dass er unsere Schuld getilgt hat. Und vielleicht habt ihr das ja erlebt, dass du Jesus in dein Herz eingeladen hast, dass das genau das passierte, dass dieses Feuer in dich hineinkam, dich reinigte. Ja, das ist eine große Freude, das weckt in uns Leidenschaft und Liebe. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du das selbst erleben kannst. Das darf man erleben, wie der Heilige Geist kommt und dieses Feuer in uns anzündet, dieses Feuer, dass wir wieder Frieden haben mit Gott. Gefüllt vom Heiligen Geist. Und ich möchte noch ganz kurz etwas zum Wesen des Heiligen Geistes sagen. Da gibt uns Jesus auch noch ein paar Gedanken dazu, finde ich ganz spannend. Bevor Jesus ans Kreuz für uns ging und in den Himmel auffuhr, gab er uns noch einen wichtigen Hinweis über das, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Und das ist mir erst kürzlich wirklich aufgefallen, dass Jesus so gesagt hat. Und zwar sagt Jesus: Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Also wenn er in den Himmel fährt, ich komme zu euch. So, Jesus geht in den Himmel, er sagt aber, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Das ist ein ganz spannender Gedanke. Jesus spricht hier im Kontext über den Heiligen Geist und sagt, dass er im Heiligen Geist
wieder zu uns zurückkommt. Der Heilige Geist in uns ist eigentlich Christus in uns. Das sagt auch Paulus in Kolosser 1, 27, dürft ihr gerne nachlesen, aber verschiedene Bibelstellen hier aufgeführt. So Christus, also der Heilige Geist in uns, ist Jesus in uns. Das hat ja auch mit der Dreieinigkeit zu tun. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Mein Lehrer hat mal gesagt, wenn man die Dreieinigkeit erklären möchte, dann wird man verrückt. Also es gibt irgendwo, das ist ganz schwierig zum Erklären, aber faktisch, Jesus ist in uns drin in Form des Heiligen Geistes. Und spannend ist ja, als Jesus auf dieser Welt war, da war er ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Er war komplett Mensch, aber göttlich unterwegs, so ganz Gott, ganz Mensch. Das bedeutet aber auch, dass er als Mensch nur an einem Ort zur selben Zeit sein konnte. Also er konnte ja nicht überall sein. Und dann hat Jesus gesagt, es ist besser, dass ich gehe, damit dann der Heilige Geist kommen kann. Weil Jesus wirkt heute durch den Heiligen Geist weltweit, zu jeder Zeit und auch in unserem Leben. Das war zu Zeiten von Jesus nicht möglich, der war nur an einem Ort, aber mit dem Heiligen Geist ist er jetzt weltweit zu jeder Zeit auch bei uns am Wirken. Und es ist auch spannend, dass Paulus auch in Römer 8, 9 sagt, dass der Heilige Geist der Geist Christi ist. Also Paulus bestätigt auch das, dass Jesus in uns in Form des Heiligen Geistes ist. Und in all diese Prophetien, die Taufe im Heiligen Geist, das Feuer, dass Jesus wiederkommt in Form des Heiligen Geistes, das hat sich ja dann am Pfingsttag hat sich das erfüllt. Und die Apostelgeschichte, die berichtet, was passiert ist an Pfingsten. An Pfingsten wurde der Heilige Geist der ganzen Welt zugänglich gemacht. Was vorher nicht möglich war im Alten Testament, ist seit Pfingsten möglich. Und das hatte gewaltige Auswirkungen. Petrus, der war so eine volle Flasche, also nicht eine Flasche, aber er war voll gefüllt mit dem Heiligen Geist und hat so seine erste Predigt gehabt, er verkündete das Evangelium und 3000 Menschen kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Er predigte, das war so seine Predigt, kehrt um, predigte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Amen. Das war so die Predigt von Petrus. Auch in den entferntesten Ländern, dort wird der Heilige Geist wirken. Als Schweizer gehören wir auch irgendwo auch zu diesen entfernten Ländern von Jerusalem her gesehen. Ausgesehen würde man sagen, dass die Schweiz damals auch sehr weit entfernt war. Aber auch uns hier, heute ist diese Gottesgabe, so der Heilige Geist verheißen. Das ist eine Verheißung, die hier ist, dieser Heilige Geist. Das ist nicht eine Option oder so, sondern das ist eine Verheißung. Petrus sagt, wenn wir an Jesus glauben, und er bringt der Glaube mit der Taufe zusammen. Die Taufe ist ja das öffentliche, persönliche Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich an Jesus glaube. So, wenn jemand an Jesus glaubt, dann ist so die logische Schlussfolgerung eigentlich von der Bibel her gesehen, dass man sich taufen lässt, ein Bekenntnis ablegt. So, Taufe und Glauben ist eigentlich eins. Und hier möchte ich kurz eine Werbung machen für eine Glaubenstaufe. Wir haben schon zwei Leute, die sich am 26. September taufen lassen, hier bei uns in der Gemeinde, also nicht hier in der Gemeinde, aber dann im Rhein. Aber die Leute von unserer Gemeinde sich taufen lassen. Und vielleicht ist ja jemand hier, der sagt, ja, ich glaube auch an diesen Jesus. Ich möchte mich auch taufen lassen, also dieses Bekenntnis ablegen vor der Gemeinde, vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt, dann möchte ich euch ganz herzlich einladen dafür. Ich glaube, dass die Taufe ein großer Schritt irgendwo ist und auch eine Kraft hat und ich möchte euch dazu ermutigen, falls du noch nicht getauft bist, darfst du gerne auf mich zukommen. Wir werden nächste Woche auch ein Taufseminar haben für Interessierte, da möchte ich einfach ganz herzlich dazu einladen.
Und was Petrus hier sagt, wenn da irgendwo Buße und Umkehr in deinem Leben, in unserem Leben stattgefunden hat, dann ist uns, dir und mir, so der Heilige Geist verheißen. Das ist ein Versprechen, das hier steht. Hoffe auf dein Wort, ist unser Jahresthema. Hey, wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Heilige Geist dir verheißen. Wie kann ich sicher sein, dass ich den Heiligen Geist auch in mir habe? Dass da irgendwo so eine Füllung stattgefunden hat mit diesem Brennstoff, dass wir da irgendwo gefüllt sind mit diesem Heiligen Geist? Wie kann ich mir sicher sein, dass das so ist? Ich möchte dich ermutigen, wenn du glaubst, dass du Christ bist, dass du zu Jesus gehörst, dann hast du diesen Heiligen Geist in dir drin. Warum sage ich das? Weil ohne diesen Heiligen Geist kann man gar nicht Christ sein, kann man gar nicht glauben. Dieser Heilige Geist, der bewirkt den Glauben in uns. Und Paulus schreibt den Römern in Römer 8, 9, seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Also wenn du heute sagst, ich gehöre zu Jesus, ich bin ein Christ, dann ist die Umkehrschluss ist, dass du den Heiligen Geist hast. Weil wenn du ihn nicht hast, dann bist du auch kein Christ. Aber wenn du ihn hast, wenn du Christ bist, dann hast du diesen Heiligen Geist. Und der Gemeinde in Korinth schreibt Paulus, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Ist auch ein spannender Vers. Hier wird eigentlich ganz klar, dass alle Gläubigen durch den einen Geist getauft wurden, diese Geistestaufe, und erfüllt worden sind vom Heiligen Geist. Ja, nicht nur jene, die irgendwie eine spezielle Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, sondern alle, die zu der weltweiten Gemeinde Gottes gehören. So jeder Christ ist so Träger des Heiligen Geistes. Das bedeutet, dass in jedem Christ ein Potenzial steckt, so dieser Treibstoff vorhanden ist. Wir alle haben diesen Heiligen Geist irgendwo in uns drin. Da ist ein Potenzial drin, das möchte ich uns heute Morgen zusprechen. Und der Heilige Geist, der ist nicht einfach so ein passiver Geist, sondern er möchte etwas tun in uns. Er möchte sein Potenzial zum Vorschein bringen, das Potenzial von Jesus. Wir sollen ja so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir sollen auch so ein kraftvolles Leben leben, wie Jesus das getan hat. Ich glaube, dass der Heilige Geist Raum schaffen möchte für die guten Absichten Gottes in unserem Leben. Er möchte uns auch Gaben schenken, übernatürliche Gaben, über das werden wir in einer anderen Predigt sprechen, aber das möchte der Heilige Geist auch, er möchte unser Christsein auch übernatürlich beleben. Paulus schreibt in Galater 5, 22 und ich nehme da die Hoffnung für alle Übersetzungen, die hat das so cool auf den Punkt gebracht und dort steht, dass der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervorbringen möchte. Hey, das ist das Ziel des Heiligen Geistes, ich möchte in deinem Leben nur Gutes hervorbringen. Die Hoffnung für alle übersetzt das Wort Frucht. Wir haben hier einen vollen Tisch mit Früchten, eine ganz tolle Dekoration. Wir haben hier diese feinen Früchten. Der Heilige Geist möchte Frucht in unserem Leben hervorbringen. Und Frucht im biblischen Kontext ist immer etwas Gutes. So, er möchte nur Gutes hervorbringen in unserem Leben. Und dann kommt so eine Liste, was denn dieses Gute auch ist in unserem Leben. Zum Beispiel möchte der Heilige Geist möchte uns Liebe schenken, in uns Liebe hervorbringen. Und das ist eine aufopfernde Liebe, dieses Wort hier. Ja, da geht es nicht darum, die Menschen zu lieben, die ja sowieso toll sind und uns auch mögen. Nein, das ist eine Liebe, die Grenzen überwindet. Die Hass in Liebe umwandelt. Das ist eine andere Form von Liebe, eine übernatürliche Liebe. Das möchte der Heilige Geist in dir, in uns bewirken. Und es steht da auch Freude.
Und diese Art von Freude, die nicht abhängig ist von unseren Umständen, ist eine tiefe Freude über das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das möchte der Heilige Geist in uns bewirken. Er möchte in uns Frieden bewirken, einen übernatürlichen Frieden. Er möchte in uns Geduld bewirken. Wer hat schon mal probiert, einfach zu sagen, ab heute bin ich geduldig? Hey, bei mir klappt das nicht, also ich habe mir das auch schon oft vorgenommen und so, aber das klappt irgendwo nicht aus meiner Kraft heraus. Aber der Heilige Geist möchte Geduld in uns hervorbringen. Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung, das sind alles die Früchte des Heiligen Geistes. Wenn wir gefüllt sind, dann werden diese Früchte auch erscheinen. Und jetzt haben einige Bibelübersetzungen, finden wir einen Zusatz nach dieser Aufzählung. So auch die Hoffnung für alle, aber auch andere Bibelübersetzungen. Und da kommt so der freche Vers, ein bisschen würde ich sagen, ist das bei euch so? Fragezeichen. So, ich möchte uns heute Morgen fragen, ist das bei uns so? Ja, ist das, sehen wir das bei uns? Frag mal deinen Ehepartner, wo im letzten halben Jahr diese Früchte sichtbar geworden sind. Ist das bei uns so? Ich sage nicht, dass es nicht so ist, ich stelle nur diese Frage in den Raum. Finden wir diese Auswirkung, diese guten Früchte in unserem Leben, diese Fülle, kommt das irgendwo zum Vorschein? In unserem Garten, vielleicht habt ihr das gesehen, wächst ein wunderbarer Feigenbaum und hat momentan viele Früchte, die da zur Reife kommen. Übrigens, ihr dürft da, wenn ihr da durchgeht und eine reife Feige seht, die sind nicht einfach nur exklusiv für uns, ihr dürft da gerne euch selbst bedienen und die sind wirklich ganz, ganz lecker. Aber die sind am Anfang waren die nur ganz, ganz klein, diese Früchte, diese Feigen. Und ich habe auch gelesen, die sind noch giftig, wenn man die isst, wenn sie noch nicht reif sind. Aber man kann jetzt fast täglich sehen, wie diese Feigen sich verändern und einige sind schon reif geworden. Sie wachsen, verändern die Farbe, werden reif und am Ende werden sie genießbar. Und ich glaube genau, dass der Heilige Geist das auch in uns machen möchte. Er möchte in uns eine Reife wachsen lassen. Er möchte uns verändern, damit wir genießbar werden. Hey, wir sollen reife Christen werden. Wir sollen diesen Glauben leben. Das wird ein Wert sein von unserer Gemeinde. Wir wollen den Glauben leben. Das bedeutet, wir wollen reife Christen sein, mit dem Ziel, dass wir immer mehr ein Genuss werden für unser Umfeld, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, überall dort, wo wir sind, einen Unterschied ausmachen, dass wir ein Genuss sind für unsere Mitmenschen. Nochmal die Frage, ist das bei uns so? Ist das schon so? Ganz ehrlich gesagt, ich sehe das auch nicht immer in meinem Leben. Ich denke, da hat es noch ganz viel Luft nach oben. Und manchmal ist das auch so anstrengend. Wir haben noch irgendwo diese Fülle, wir glauben das. Aber irgendwie ist es dann trotzdem so schwierig und wir sehen manchmal auch so wenig von diesen Dingen in unserem Leben. Aber wir haben doch diesen Heiligen Geist. Wir sind erfüllt mit diesem Heiligen Geist. Was ist denn das Problem? Wir sind ja gefüllt, wir wurden getauft, wir haben diese Fülle bekommen. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht eine solche Flasche sind, sondern wir sind eine andere Flasche. Ich habe noch eine zweite Flasche da. Ich möchte euch das zeigen. Wir werden da gefüllt. Und dann das Problem ist, dass wir einfach nicht ganz dicht sind. Seht ihr das? Ja, ich mach schnell, sorry. Wir sind einfach nicht ganz dicht. Ihr dürft das nicht persönlich nehmen, so von dem her. Ich lasse es hier noch ein bisschen rauslaufen. Ihr seht dann irgendwann, hört es dann auf. Da bleibt natürlich schon noch irgendetwas drin. Aber so diese Fülle bleibt nicht immer gleich groß in unserem Leben.
Und das ist theologisch noch schwierig zu erklären, aber das hat schon Moody gesagt, das war ein großer Evangelist, der hat genau das gesagt, wir sind nicht ganz dicht. Wir verlieren irgendwo diese Fülle des Heiligen Geistes, irgendwo hier, vielleicht bei den Knien, hat das ein Loch und der Geist geht irgendwo raus. Der bleibt natürlich noch, aber die Fülle, das Niveau ist irgendwo, das senkt sich ab und wird tiefer. Ich kann euch das nicht ganz genau erklären, aber wir kennen doch das alle irgendwo. Wir waren so feurig, wir haben Sachen erlebt mit Gott. Und irgendwo ein bisschen später ist so wenig mehr da. Und ich glaube, wenn wir das uns bewusst wären, dass wir irgendwo nicht ganz dicht sind, dann kann uns das helfen, dass wir den Weg zu der Tankstelle auch immer wieder auf uns nehmen. Das ist der Gedanke von heute Morgen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wenn wir einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dass wir dann immer mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, immer voll sind von diesem Heiligen Geist. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, jetzt habe ich es. Jetzt bin ich so gut unterwegs, jetzt kann mich nichts mehr stoppen. Und dann bin ich schon wieder an diesem Punkt, wo ist denn das jetzt alles? Ist das wieder verschwunden? Vielleicht kennt ihr das auch. Der Heilige Geist, der verlässt uns nie, das möchte ich nochmal betonen. Da bleibt immer ein Niveau von diesem Heiligen Geist in uns drin. Wir können auf die Treue von Jesus in unserem Leben hundertprozentig zählen. Ja, der verlässt uns nicht einfach so. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist ein tiefes Niveau erreichen kann in unserem Leben. Es ist so tief, dass man ihn kaum noch bemerken kann. Wir merken das, wenn zum Beispiel unser Christsein so anstrengend ist. Wenn wir ausgebrannt sind, wenn wir keine Lust mehr haben, in die Gemeinde zu gehen. Wenn der Glaube ein Stress ist, wenn wir frustriert sind vom Glauben. Das könnte ein Anzeichen sein, dass wieder mal ein Tankstellenstopp dran ist. Dass wir irgendwo uns wieder mal auffüllen lassen müssen. Und Paulus ist ganz spannend, er war sich dieses Problem bewusst. Das ist nicht einfach etwas, das ich aus der Luft gegriffen habe. Sondern Paulus schreibt im Epheser 5,18 schreibt er, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Hey, das war eine lebendige Gemeinde in Ephesus. Die haben ganz vieles richtig gemacht. Und dann schreibt Paulus dieser gläubigen, geisterfüllten Gemeinde, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. So, er sagt das zu Christen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und im Griechischen, was bedeutet das? So im Griechischen ist diese Zeitform des Wortes hinter lass erfüllen. So diese lass dich erfüllen steht im sogenannten Durativ. Und das meint andauernd, immer wieder. Lasst euch vom Heiligen Geist immer wieder dauernd füllen. Weil eben das Niveau von diesem Heiligen Geist in uns irgendwo auch abnimmt. Deshalb müssen wir uns dauernd füllen lassen von diesem Heiligen Geist. Ständig müssen wir uns füllen lassen, einen Tankstopp einschalten. Wir müssen das so verstehen, dieses Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ist wie, wir sollten gesünder essen. Ist auch schon oft zu mir gesagt, sage ich mal. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir einfach einmal ein gesundes Menü kochen soll. Oder? Das bringt irgendwo gar nichts. Nein, das ist, ich sollte grundsätzlich in meinem Leben meine Gewohnheit umstellen und gesünder essen. Oder ich sollte mehr Sport machen in meinem Leben. Ja, das bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach einmal Sport machen und dann ist das gegessen, dann ist das gut. Nein, da geht es darum, mehr Sport zu machen, einen Lebensstil vom Sport einzurichten. Und genau so müssen wir uns das vorstellen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, das ist ein Lebensstil, da müssen wir immer dranbleiben. Wir müssen uns immer wieder von diesem Heiligen Geist füllen lassen, damit sein Wirken in uns auch wirklich zur Entfaltung kommt. Und ich habe eine tolle Geschichte gelesen, das ist eine wahre Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Und ich möchte euch das erzählen, was das irgendwo auch praktisch veranschaulicht, was das bedeutet. Ein Pastor einer Gemeinde in Kenia fiel ein alter Mann ärmlich auf, der jeden Mittag um 12 Uhr die Kirche betrat und sie schon nach ganz kurzer Zeit wieder verließ. Eines Tages wartete der Pastor auf den Mann und fragte ihn, was er denn in dieser Kirche tue. Der alte Mann antwortete, ich gehe hinein, um zu beten. Auf die verwunderte Feststellung, aber du bist niemals lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, erklärte der alte Mann,
Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr vorbei und sage, Jesus, hier ist Jim. Dann warte ich eine Minute, Jesus hört mich und ich gehe wieder. Nach einiger Zeit kam der alte Jim mit einer Verletzung seines Beines in das Krankenhaus. Die Schwestern stellten fest, dass er auf alle anderen Patienten einen heilsamen Einfluss hatte. Die Nörgler wurden zufrieden, die Ängstlichen gewannen neue Zuversicht, die Traurigen wurden fröhlich. Und es wurde viel gelacht in Jims Zimmer. Jim, sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, die anderen Männer sagen, dass du diese Veränderung herbeigeführt hast. Du bist immer so glücklich. Ja, Schwester, ich kann nichts dafür, dass ich immer so fröhlich bin. Das kommt durch meinen Besucher. Die Schwester hatte bei Jim noch nie Besuch gesehen, denn er hatte keine Verwandten und auch keine näheren Freunde hier. Dein Besucher, fragte sie, wann kommt er denn? Ja, jeden Tag um 12 Uhr mittags, antwortete Jim. Er kommt herein, steht am Fußende meines Bettes und sagt, Jim, hier ist Jesus. Ich finde das eine wunderbare Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Jim hat gelernt, täglich einen Tankstopp einzulegen. Er ist täglich zu diesem Jesus gegangen und das wurde so innerlich bei ihm, dass es dann auch im Spital so weiterging. Das war einfach so drin in ihm, jeden Tag eine Begegnung mit Jesus. Er hat das ganz bewusst gemacht, dieser Jim. Er ging in die Kirche und nahm sich Zeit, Jesus zu begegnen. Aber der Ort spielt gar keine so entscheidende Rolle, glaube ich, ob er in die Kirche geht oder eben im Spital ist. Es ging um die Haltung von Jim. Er erwartete, dass da irgendetwas passiert, wenn ich in diese Kirche gehe und Jesus begegne. Er hat gesagt, hier ist Jim, Jesus, ich bin hier. Er hat wirklich gerechnet, dass Jesus da ist. Jim war kein großer Beter, aber er setzte sich täglich der bewussten Gegenwart von Jesus aus. Und bei Jim wuchsen diese Früchte des Heiligen Geistes wie automatisch. So dieser Jim wurde ein Genuss für die anderen Menschen im Spital um ihn herum. Ich glaube, dass dieser Jim erfüllt war vom Heiligen Geist. Anders kann er das gar nicht tun. Und warum war dieser Jim erfüllt vom Heiligen Geist? Weil erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein bisschen komisch. Ah, das ist noch, oh, ab da. Weil erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. Er ist der uns tauft mit dem Heiligen Geist, der uns dieses Feuer des Heiligen Geistes gibt. Er ist der uns füllt mit dem Heiligen Geist. Das macht Jesus, wenn wir zu ihm gehen. Jim ging immer zu Jesus und die Folge war aber, dass er erfüllt war, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Versteht ihr, die Technik geht immer, Religion bedeutet so die Technik. Wie kann ich mich fühlen lassen mit diesem Heiligen Geist? Aber wir haben letztes Mal gesehen, dass es um Beziehung geht. Wahrer Glaube ist Beziehung. Beziehung mit Jesus wird uns füllen mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist von Jesus. So, wann haben wir uns das letzte Mal bewusst Zeit genommen und haben gesagt, hallo Jesus, hier ist Markus, hier ist Joel, hier ist Marlies. Wann haben wir uns das letzte Mal bewusst einen Tankstopp gegönnt? Ein bewusster Tankstopp bei Jesus kann uns wieder füllen mit dem Heiligen Geist, mit seinem Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst euch füllen. So, wir können uns nicht selbst füllen. Wir müssen uns füllen lassen. Das ist so die Spannung. Wir können das nicht selbst tun. Wir müssen uns füllen lassen. Wir müssen zu dieser Tankstelle gehen und sagen, Jesus, füll du uns mit diesem Heiligen Geist. Das ist unser Job. Versteht ihr? Wir können nicht einfach hier sein und füll uns sein. Wir müssen uns aufmachen und um diese Füllung auch immer wieder beten. Wir müssen das auch regelmäßig tun. Weil nehmt dieses Bild mit, wir sind irgendwo nicht ganz dicht. Wir verlieren diese Fülle des Heiligen Geistes, dieses Feuer des Heiligen Geistes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Beziehung mit Jesus auch täglich pflegen. Und manchmal blockiert vielleicht auch eine Sünde so diesen Füllbereich. Vielleicht ist irgendwo etwas drin in uns drin, das uns stoppt, dass diese Fülle in uns so zum Ausfluss kommen kann.
Und auch dann dürfen wir zu dieser Tankstelle, zu Jesus gehen und ihn einfach um Vergebung bitten und um dieses reinigende Feuer, um diese Taufe des Feuers bitten. Jesus macht das ganz, ganz gerne. Er möchte das tun. Und Friede, das tut gut. Seinen Tankstopp tut gut und schafft Raum für den Heiligen Geist und sein Wirken. Ich wünsche euch ganz viele so Tankstopps, auch gerade in der kommenden Woche. Und wir möchten auch jetzt einen Tankstopp machen. Wir werden jetzt gemeinsam in eine Gebets- und Lobpreiszeit hineingehen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir nicht einfach diese Lieder singen, weil es schön ist, sondern dass wir das so als Tankstopp ansehen. Dass wir Jesus um diese Fülle bitten, währenddem dass wir singen. Ihr dürft auch gerne nach hinten gehen, da sind Menschen oder Leute, die für euch beten, die euch die Hände auch auflegen können. Und ganz häufig, wenn wir in der Bibel lesen, und ich habe das auch selbst erlebt, dass so diese Fülle des Heiligen Geistes auch kommt, wenn jemand für dich betet. Warum ist das so? Ja, weil Jesus ja durch Menschen durchwirkt. Er möchte ja durch uns durchwirken. So, wenn wir für irgendjemanden beten, kann das einen Unterschied ausmachen. Lass vielleicht mal für dich beten, dass du diese Fülle des Heiligen Geistes auch erfahren darfst. Und bitte aber selber Jesus um diese Fülle. Wir müssen Jesus darum bitten. Wir müssen uns füllen lassen. Ich möchte zum Abschluss beten und dann euch einladen, in diese Tankstellenzeit, der Lobpreiszeit mit hineinzukommen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch mit dem Ziel gekommen bist, uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen. Und Jesus, wir haben das so nötig. Jesus, manchmal sind wir so trocken. Unser Glaube ist irgendwo auch nicht so feurig, oder wie wir das uns vorstellen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns wieder neu fühlst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich um diese Fülle, Herr. Gerade an diesem Morgen, dass wir das neu erfahren dürfen. Jesus, ich bitte dich, dass wir so voll sind, damit dass diese Früchte immer wieder wachsen können. Und dass wir so ein Genuss wären für unser Umfeld. Anders ausgedrückt, ein Licht sind in dieser Welt, Jesus. Vielen Dank, dass du das in uns bewirkst. Jesus, dass wir nicht einfach stressig diese Früchte hervorbringen müssen, sondern dass du das in uns wachsen lässt und möchtest. Aber Jesus, hilf uns auch immer wieder zu dieser Tankstelle zu gehen, immer wieder an den Tisch zu gehen, immer wieder uns füllen zu lassen von dir. Jesus, manchmal sind wir so abgelenkt. Manchmal haben wir keine Zeit, Jesus, und merken gar nicht, wie das uns irgendwo auch fehlt in unserem geistlichen Leben. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns Beziehung pflegen möchtest und dass in dieser Beziehung auch die ganze Fülle des Glaubens ist. Ich danke dir dafür. Amen.